So, da bin ich wieder. Hallo und willkommen zurück zu einer wunderbaren neuen Ausgabe hier in Gran Turismo 7. Wir sind zurück hier im wunderbaren Urlaubsresort. Mal ein bisschen hier im Hintergrund so ein paar wunderbare Flöten am Rumflöten. Das ist schon extrem entspannend hier, würde ich sagen. Und wir machen heute wunderbar weiter, weil wir haben ja wieder ein kleines Menü bekommen. Der Luca hat wieder uns was Schönes signiert, nämlich japanische Sportwagen mit Frontmotor und Heckantrieb. Und da haben wir schon den MX-5 ja bekommen, aber wir haben noch die S13 Silvia und auch den i86. Corolla Livin. Zwei wunderbare japanische Schätzchen, die wir da haben. Und die würde ich doch sehr gerne unserer schönen Sammlung heute hinzufügen. Das ist zumindest der Plan. Wir wollen heute auf jeden Fall unsere Sammlung ein wenig erweitern. Und dafür müssen wir auf die Weltstrecken gehen. Weil da sind natürlich wieder unsere beiden Autos random verteilt. In Asien beide heute sogar. Ja, guck mal hier. Einmal auf Tsukuba und einmal auf dem Highspeed-Wing. Klassischer wird es kaum. Und dafür gehen wir in die FR-Challenge. 450er Score haben wir da. Könnt ihr ruhig mit unserer Supra angehen. Und ich bin ehrlich, ich möchte mit unserer Supra noch ein bisschen mehr fahren. Dementsprechend werden wir da einfach mit dem Fahrzeug reingehen. Schön zu Kuba, 3 Runden. Und wenn wir Top 3 werden, dann gibt es eine schöne Silvia S13 zu gewinnen. Und das klingt sehr einladend. So, da sind wir schon. Oh, wir haben sogar zwei Leute, die hier ein Wörtchen mit uns reden wollen. Na gut. Warum ich die Toyota 86 so liebe? Ich würde sagen, für das Gefühl, dass man in Kurven bekommt bei Autos mit Heckantrieb, ist das etwas sehr Besonderes. Okay, das war sehr kurz und knapp, aber danke auf den Punkt gebracht. Vielen Dank. Hallo, ich bin Ryan Derouge. Ich habe keine Ahnung, wie man den Nachnamen ausspricht. Der Tsukuba Circuit wird auch für die Lizenzprüfung genutzt. Wenn Sie sich um die Lizenzen National B und A bemühen, werden Sie Tsukuba sehr gut kennenlernen. Ja, Gran Turismo ist ja immer so. Tsukuba ist für alles möglich. Tsukuba, da kannst du, keine Ahnung, da kannst du deinen Kindern Schule beibringen. Ich weiß nicht, die lernen dir da einfach alles. Das ist aber auch ein schönes Fahrzeug, ne? Das ist schon ein sehr erregendes KZ, was wir hier fahren. Und ich wollte mal ein bisschen die Fahrhilfen regulieren, weil ich mir gemerke, da. Autopilot aus, Kurvenmarkierungen. Weil der mir irgendwo noch reingreift. Autopilot nicht, aber das ist nicht die Lenkung. Was ist denn das für ein Teil da unten rechts? Das würde ich jetzt gerade mal gucken. Traktionskontrolle? Ne, es ist nicht. Autopilot ist aus. Aber er hat das Logo unten an. Warum ist es denn? Ach, dagegen Lenkhilfe. Oh, hoppla. Die hatte ich gar nicht gesehen. Ah, guck mal an. Die machen wir nicht mal aus. Weil ich hatte mich immer gewundert, bei allen irgendwie in Gameplays ist das Logo da unten nicht am Leuchten. Und ich meine, ich habe das Autohilfenlenken doch aus, weil es bescheuert ist. Wir haben jetzt die Gegenlenkhilfe mal aus. Das könnte auch erklären, warum ich wieder Supra so Probleme hatte bei diesen Gegenschwenkern, dass sie mir dadurch so weggetänzelt ist. Weil ich nicht komplett die Kontrolle drüber hatte und mich mit dem Autopiloten so ein bisschen in die Haare gekriegt habe. Das sind mögliche Possibilities. Oh, hier schöne 180 SX Type X. Schön innen rein gedive-bombt, wie man als Profi das macht, ey. Der Bremspunkt ist der Gegner, würde ich mal frech behaupten. Ja, zweiter Gang hier, wir fahren eine Supra. Das geht auch im dritten. Ich würde bei dem Fahrzeug gerne mal die Reifen ein bisschen upgraden, weil ich glaube, die Supra mit anderen Reifen wird nochmal ein ganz anderes Biest und mit einem großen Spoolie-Boy. Da muss auf jeden Fall ein großer Turbolader noch drauf. Also ich möchte auf jeden Fall wunderbares Turbo-Geschnatter haben, weil, das muss ich auch sagen, die Turbolader und auch Auspumpenanlagen ändern auch den Klang bei den Fahrzeugen. Also die Fahrzeuge klingen auch je nach Abgaslage und Turbolader natürlich ein bisschen anders. Plus, das muss man auch ganz klar sehen, die Optik ändert sich auch. Die Abgasanlagen sehen auch alle unterschiedlich aus. Also nur weil die Abgasanlage ändert, wie bei Forza, bleibt das hier nicht gleich, sondern da kann noch mal ein bisschen sich das Intro ändern. Die ist das, zum Beispiel beim aktuellen Civic Type R, der ja dieses wunderbare 3 Rohr Abgasanlage hat, da wird das bei der Rennabgasanlage nur zu einem wunderbaren Kanonenrohr. Und das ist doch sehr attraktiv. Und hier bei unserer Supra sind wir uns, glaube ich, alle einig. Da unten links in die Ecke, da ist noch ein bisschen Platz für ein bisschen mehr Abgasanlage. Könnt ihr ja gleich mal gucken, ob wir vielleicht schon eine gute finden. Wir haben da ja noch nicht die großen frei. Das muss man sagen. Also wir haben noch nicht die großen Abgasanlagen freigeschaltet. Weil wir ja noch nicht genug Car Collector Level haben. Da müssen noch ein paar mehr Autos in der Sammlung. Aber daran arbeiten wir heute gerade. Ich würde mal sagen, sehr aktiv. So, hier schön in die Kurve rein. Machen wir die Traktionskontrolle mal ein bisschen runter. Das ist geil, dass man das halt on the fly machen kann. Es gibt so wenige Spiele, wo ich das ausmachen kann. So, ich habe die Traktionskontrolle jetzt mal aus. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der Kollege sich jetzt so kurventechnisch agiert. Weil ich immer die ganze Zeit ein bisschen an, weil bei Gran Turismo, ich muss mich erstmal ein bisschen einfahren. Die Fahrphysik bei Gran Turismo ist halt. Oh, hoppala, hoppala. Hoppala, hoppala. Da kommt aber der kleine Booty der Supra ein bisschen rum. Mal gucken, ob wir das ein bisschen provoziert kriegen. Wir haben genug Vorsprung, dass ich hier ein bisschen Scheiße bauen kann. Warte mal, schön Gasstoß. Oh,
Wunderbarer Gasstoß, schön eingedreht. Lukas, 1A machen wir vielleicht nicht nochmal so. Oh, oh, oh. Okay, der Rauch stand aber jetzt sehr lange in der Luft. Das. Oh, wir sind ein bisschen am Schießen. Aber der Rauch stand wirklich sehr lange in der Luft. Und ey, da geht aber ein bisschen was beim Querfahren. Holy shit, ey. Und wir haben wieder ein Rennen, wo es Nacht wird während der Fahrt, fällt mir gerade auf. Oh, ja, aber so mit der Leistung, die wir haben, geht's doch. Die Wagen können auch ohne Traktionskontrolle fahren. Aber ich finde es halt so geil, dass man die On the Fly ausstellen kann. Kennt man meist halt nur von. Oh, scheiße. Von irgendwelchen Rennsimulatoren wie Assetto Corsa und so. Uiuiui, ja, ich merke im Trigger auch, dass meine Reifen gerade richtig Bock haben auf mich. Gut, ich habe ja vorher noch nicht so viel ohne Traktionskontrolle gefahren, also ich finde es legitim. Ah, er gibt wieder grüne Flagge, danke dir. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Die Marshals reagieren sogar darauf, dass die Karre gerade weggeworfen hat. Da gab es erstmal gelbe Flagge in dem Sektor für die Jungs. Ah, schön die grüne Flagge rausgeholt. So, ein bisschen Gasstoß. Ich würde sagen, wir haben noch ein bisschen Übungsbedarf, was Driften angeht, aber wer nicht übt, der nicht gewinnt. Genau so war das Sprichwort. Exakt so. Kein bisschen anders. Fehlerfreies Rennen, 15.000 Credits. Nice. Das hat sich zumindest geldtechnisch etwas gelohnt, der ganze Bums hier. Und da haben wir Silvia S13, ne? Ja, ist schon schick. Schick. So, und Sammelstufe 6. Geil. Das ist natürlich auch nochmal. Sie haben jetzt Zugriff auf das Rennen. Ah, guck mal an. Wo ich gerade noch gesagt habe, wir können im Tuning Shop nicht so viel machen. Das Spiel so, warte mal ganz kurz. Da geht ganz viel, okay? Ich weiß nicht, warum die Sitze von der Supra gerade so derbe niedrig aufgelöst waren. Das Recaro war nicht lesbar. Aber na gut. Wir gehen jetzt mal in den Tuning Shop, weil ich möchte einen großen Auspuff und ein großes Bazooka-Rohr unter unsere Supra ballern. Da habe ich gerade irgendwie Bock drauf. Wie man konsequent kein Geld in Gran Turismo haben kann. Ein Step by Step. Folgen Sie mir heute in meinem Tutorial. Ich zeige Ihnen auch heute noch, wie Sie sinnlos Geld rausschmeißen können. Wie ich sehe, haben Sie Ihre Sammelstufe erhöht. Ab sofort können Sie Rennteile verkaufen. Geschwindigkeit hängt nicht von der Motorleistung ab, Sie müssen Ihre Bremsen und Chassis verstärken. Anders ausgedrückt, beim Tuning sollten Sie den perfekten Gleichgewicht anstreben. So, extrem haben wir noch nicht, aber Rennauspufftopf. Ja, ist auf jeden Fall, also sieht auf jeden Fall anders aus, würde ich mal behaupten. Gibt es hier auch noch einen Auspuff? Genau, sieht, seht ihr, da, das ist hier kein Titan. Und ab Semirennen gibt es mal eine schöne Titanabgasanlage. Und, die Sache ist, ihr seht auch, dass wir hier noch überall so ein paar Schalldämpfer haben und die Rennabgaslage ist schon sehr viel guter Willen. Aber ich möchte das mal machen. Oh, Rennauspuffkrümmer. Und wir müssen eigentlich, ich glaube, wir machen die Kombination. Wir holen den Rennauspuff und den Rennauspuffkrümmer, weil ich will wissen, wie die Supra da klingen. Oh, und der Luftfilter. Ich glaube, die drei Teile kaufen wir mal. Ich will mal gucken, ob das viel klangtechnisch ändert. Ist mir jetzt scheißegal, dass das unnötig Geld rausgeballert ist, aber ich will unsere Supra einfach geil klingend haben. So. Wir wollen ja auch Spaß in dem Spiel haben, ne? Das ist ja hier ein klassisches Display von mir. Ich gebe einfach Geld für unnötige Scheiße aus, so. Obwohl, so unnötig ist es ja nicht. Es ist ja Leistung. Also, schauen wir mal. Ich habe jetzt wieder ein bisschen mehr Bums. Das Ding hat ein bisschen mehr Leistung und haben einen geilen Rennluftfilter, Rennauspuffanlage. Und das dürften wir gleich optisch gut erkennen. So, es geht auf den Highspeed-Wing. Highspeed-Wing. Ja, yeah, nice. Club Sport Cup. 35k. Das sollen wir vielleicht auch mal anstreben. Da gibt es den A86 zu gewinnen. Nice. Gut, dann gehen wir auf den Highspeed-Ring. Ich glaube, ich höre unsere Supra schon. Simmons. Hallo, ich bin Matthew Simmons. Schön, Sie kennenzulernen. In meiner Jugend war ich regelrecht besessen von der Super GT. Da kann man verstehen. Sehr geile Rennserie. Und vor allem, weil ich ein Nissan-Fan bin, habe ich beschlossen, heute ein bisschen Silvia anzutreten. Aber makes sense. Ich bin mal gespannt. Haben wir ein größeres Intro oder habe ich das nur vermutet? Oh, nee. Oh, nee. Ja, das Intro erfüllt jetzt mal endlich unser Heck aus. Das finde ich schon mal gut. Ich glaube, wir haben ein bisschen mehr Druck hinter der Abgasanlage. Kann das sein? So klangtechnisch klingt das ein bisschen nach mehr. Wow. Ich muss dran denken, dass ich ohne Traktionskontrolle jetzt fahre. Dass ich das ein bisschen mal einschätze. Oh, ich glaube, wir haben leicht gepoppelt und gecrackelt dabei. Das war vorher aber nicht da. Zumindest nicht in dem Ausmaß. Ja, wenn ich zurückschalte, haben wir so ein leichtes Geknalle. Ach, Traktionskontrolle ist wieder an. Ich wollte schon sagen. Warte, bei Mac sieht die Pfeifen nicht. Ich will mal gerade kurz. Nee, das andere ist aus. Okay. Ja, aber die anderen Sachen muss ich vorher einstellen, sonst kann ich das für jedes Rennen immer gesondert einstellen. Okay, also Traktionskontrolle, wenn ich es aushaben will, muss ich die immer aushaben. Gut zu wissen. Ja, ich soll oben fahren. Ich fahr unten. Ich fahr da, wo ich will.
Klappe den Windraum her. Ich glaube, sagen wir mal, ich glaube, der Luftfilter hat nur Leistung gebracht. Ich glaube, Klangtechnik springt zuerst, dass wir mal einen schönen Turbolader draufballern. Aber ich finde es schön, dass die Abgasanlagen auch die Form wechseln und ein bisschen größer unterm Heck erstrahlen. Kann der Supra auf jeden Fall nicht schaden. Ihr seht auch schon unser 100 wunderbarer japanischer 180 km/h Taro. Schöne Begrenzer am Laufen, so muss es laufen. So darf es sein. Schön mit 270 auf die Kurve zu und jetzt ankern. Oh ja. Oh, beim Zurückschalten hörst du immer so ein leichtes Rausgerotze jetzt. Das ist geil. Das klang wirklich sehr geil. Das gefällt mir gut. Das hier gefällt mir gut. Ich habe so Spaß mit diesem Auto, ne? Ja, das ganze Display wird jetzt nur noch aus Supra-Fahren bestehen. Außer ich habe irgendwann mal die Kohle, mir in Skyline zu kaufen. Dann besteht das nur noch aus Skyline-Fahren. Und Subaru-Fahren. Naja, sehr japanisches Display. Ich meine, ich bin Gran Turismo, das ist legitim. Oh, jojojo, die Gegenpendler, da musst du dich drauf wappnen lassen, ey. Ja, da musst du ein bisschen... Dadurch, dass die Kamera hier so ein bisschen steifer ist, ist das mit dem Gegenlenken so ein bisschen schwieriger, weil man halt viel gewöhnt ist, die Kamera bei so trifft es komplett am Ausrasten des anderen Spielen. Das ist bei Gran Turismo ja nicht so der Fall. Dementsprechend muss man sich da ein bisschen dran gewöhnen, aber dann geht das. Ja, okay, die Linie ist besser. Voll raus, so. Ja, die Abgasanlage sieht schon schicker aus. Ist ein bisschen größer auf jeden Fall. Gefühlt die Öffnung, die Toyota da werkseitig schon geplant hat, wunderbar aus. Und hilft klanglich auch nochmal. Oh, schön raus hier. Easy. Ich sehe schon kommen, dass wir die nächsten Folgen nur diese Supra voll aufbauen. Das Ding irgendwann 2000 PS hat, hat ja lernmäßig schon 1200, wissen wir ja, sagt ja jeder 12-Jährige und die werden ja wohl recht haben. Ja, sieht schon gut aus jetzt. Oh, Tiefe beim Anbremsen? Darauf erstmal ein Kaffee, ne? Also gleich bei Luca, aber ich trinke schon mal einen Kaffee. 15.000 wieder fehlerfrei gefahren, 9 Kilometer, das gibt hier auch nochmal gut fürs tägliche Training. Mal ein bisschen die Beine in die Hand nehmen, ne? Wunderbar. So. Damit haben wir den I86 Levin, ne? Ja, der mit Klappscheinwerfer ist natürlich noch ein bisschen attraktiver, aber den haben wir noch nicht. Wir haben leider noch die normale Variante. Aber ja, das Endrohr ist größer. Ich war mir immer nicht die ganze Zeit sicher. Bei manchen Autos ist dann auch wirklich Titan-Endrohr optisch. Bei der Supra ist leider nicht. Ich muss sagen, so Titan-Endrohr hätte ich schon sehr gefühlt. Jetzt könnte aber... Ah, es könnte ja bei der höheren Klasse noch sein. Es gibt ja nochmal extrem, ne? Wir haben hier noch nicht die höchsten Teile frei. Also ich glaube, da geht noch was. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Potenzial nach oben. Na gut, gehen wir mal ins Café. Der nette Luca möchte uns nämlich mal wieder empfangen. Und da werden wir natürlich dem Ganzen nachkommen. Das ist doch ein schickes Bild hier. Das ist schon schön. Das kann man sich wirklich übers Bett hängen. Hey, Glückwunsch, Sie haben alle drei Autos. Damit ist Ihre japanische FR-Sportwagensammlung komplett. Sobald Sie Ihre Belohnung haben, kann ich Ihnen einige Geschichten über diese Autos erzählen. Wunderschön. So, die VS haben wir dann freigeschaltet in der wunderbaren Schweiz. So, Luca, was gibt's denn da schön? Erzähl mal, hau mal raus hier. Da kannst du mal hier, kann man hier schön mal aus dem Buch hier, ne? Also erzähl mal hier ein paar Wörtchen, Kollege. Diese drei japanischen Sportwagen sind Modelle mit Frontantrieb und Heckantrieb, die in den 1980er und 1990er Jahren produziert wurden. Da wäre das S13-Modell des Silvia, der MX-5 und natürlich das I86-Modell des Corolla Levin, allgemein als 86 bekannt. Das sind nostalgische Favoriten japanischer Autoliebhaber. Heutzutage sind japanische Sportwagen weltweit beliebt, aber ihr Siegeszug begann wahrscheinlich in den 1960er Jahren mit belebten Größen wie dem Toyota 2000 GT und dem ersten Sportwagen Honda, der S-Serie. Auch die GTR-Marke von Nissan entsprang in den 1960ern. Ja, sind alles wunderschöne Autos und wunderbar kackteure Autos, wenn man mal ehrlich ist. Junge, da kannst du aber richtig Geld lassen, wenn du es drauf anlegst. Na gut, wir gehen ins Nummer 11 Menübuch. Französische Kompaktsportwagen, das muss man leider sagen. So sehr ich französische Autos sind, die größte Fan bin. Kompaktsportwagen können die da drüben schon sehr gut. Das kann man denen nicht vorwerfen. Wir gehen mal rein. Ah, wir haben sogar schon einen. Wir haben den Clio, haben wir sogar schon. Wir müssen noch den 208 GTI und den DS3 Racing holen. Ja, wunderbar. Und es gibt ein Roulette-Ticket, das ist auch ganz gut. Für dieses Menü möchte ich, dass Sie drei moderne französische Kompaktsportwagen sammeln. Es handelt sich um drei Sport-Fließheck-Modelle von DS Automobiles, Peugeot und Renault. Den Marken in Frankreich. Ja, DS Automobiles ist ja die Sportabteilung von Citroën. Wenn Sie mir alle drei bringen, habe ich vielleicht sogar eine kleine Belohnung für Sie. Das ist ein Roulette-Ticket oder hast du noch irgendwas anderes? Ich weiß nicht, ob er mir noch irgendwas anderes geben will, aber ich schätze, er meint das Roulette-Ticket. Na gut. Sammeln wir ein bisschen weiter. Leider müssen wir unsere Supra jetzt, glaube ich, wieder wegstellen, weil die wird durch die Meisterschaft nicht erlaubt sein. Würde ich mich zumindest stark wundern, wenn wir sie da nutzen dürfen. Aber na gut. Wir gehen rein. So, was haben wir denn Schönes?
Weil wir wollen ja mal ein bisschen Progress machen. Wir wollen ja ein bisschen Autosammler sein, dies, das. Da muss noch ein bisschen passieren. Es geht heute nach Europa. Nach, wo geht's denn hin? Nach Deep Forest und Sardinien. Gehen wir doch erstmal nach Deep Forest, würde ich mal sagen. Gehen wir mal rein. Sunday Cup 500. Land, Vereinigtes Königreich, Deutschland, Frankreich. Okay, was habe ich denn da? Warte, was für ein Score? Empfohlene LP 500. Oh! Müssen wir mal tunen? Ja, wir dürfen noch ein bisschen tunen, liebe Leute, weil 500er Score habe ich hier nirgendwo. Obwohl, wir können es natürlich auch trotzdem mit dem Clio probieren. Die Musik ist gerade sehr funky, muss ich sagen. Wir nehmen mal unseren Clio. Aber, weil das passt jetzt gerade zu dem französischen Sportwagen ganz gut, ich will trotzdem mal ganz kurz zu GT Auto, weil ich weiß, jedes Auto müsste leichte Bodykit-Teile haben. Auch wenn es so Kleinigkeiten sind, möchte ich trotzdem mal gucken, was wir am Clio so ändern können. So Bodykit-mäßig, weil ich einfach mal gucken will. Gibt's für den, warte mal, wir können mal kurz gucken, gibt's für den White Bodykit? Kann ich eigentlich auch irgendwie nur ein Menü zurückgehen oder geht das hier nicht? Ich bin immer überlegen, wenn ich mal ein Menü zurückgehe, lande ich mal komplett draußen. Oh, es gibt breite Karosserie. Ist aber wirklich verbreitert dann, ne? Oh ja, der zieht den Wagen einfach wieder breiter. Also meistens ist er wirklich in Karosserie verbreitet. Ist ja geil, aber es kostet nur 10k bei dem. Oh. Ja, fast verleitet. Okay. Also es kostet bei der Super nur so viel, weil die Super so kacken teuer war. Okay, hoppla, gut zu wissen. Aber wir gucken mal, was Bodykit-Teile gibt. Ah, die kosten auch nur 2. Ja, okay, das kann man ruhig mal investieren. Oh, so eine schöne kleine Carbonlippe. Das nehmen wir mal mit hier. Seite, auch noch ein kleiner Carbon-Schweller. Also, nicht alle Autos haben natürlich jetzt umfangreiches Tuning, wie zum Beispiel die Supra. Aber sobald ein paar Bodykit-Teile gibt es eigentlich immer. Heck haben wir leider nichts und noch einen schönen Flügel. Oh, ja, moin, Digga. Pack mal eine kleine Theke da dran. Und schön das Dach clean. Finde ich gut. 2000 investiert. Finde ich leider sehr geil. Sonstige Kennzeichen. Oh, können wir vorne auch clean fahren, aber es sieht vorne bescheuert aus, clean. Glühbirnen können wir noch ändern, kostet auch nicht so viel. Machen wir ruhig mal heller rein, das sieht mega schicker aus. Das passt schon. Ja, der Rest lassen wir so, Ich wollte einfach mal kurz gucken, was so geht, das ist ganz cool. Aber jeder Wagen hat so kleine Tuning-Bits and Bobs, das ist ja ganz nett. Das ist natürlich nicht super umgekehrt, aber ich finde, es ist teilweise, es sieht auf jeden Fall meistens schon besser aus. Und ich möchte jetzt hier keine Forza-Jungs angreifen, weil ich Forza an sich ja auch super geil finde. Ich will jetzt hier nicht gegen Forza Shitstorm machen, weil ich bin ja mit Forza auch zufrieden. Aber die Forza-Aero ist leider meistens mal ein bisschen, gut, hier ein bisschen Forza-Aero-Teile, ein bisschen Abschlepphaken und dies und das. Und Gran Turismo kriegt das irgendwie ein bisschen mehr subtiler hin. Na gut, gehen wir rein mit dem Clio, schauen wir mal. Wir sind jetzt vom Score ein bisschen drunter, aber das ist ja nicht verkehrt. Dadurch steigern wir ja nur unsere Herausforderung. So, jetzt stellen wir die Pfeife, machen wir Traktionskontrolle jetzt direkt mal komplett aus, dass ich das nicht merke. Und der Rest ist auch so, wie es sein soll. Okay, wunderbar. So, bonjour, mein Name ist Florian Pogardé, oder keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich komme aus einem kleinen Dorf namens Fumichon. Diese Mütze ist so etwas mehr Markenzeichen. Sie werden mich selten ohne sie antreffen. Auf Deep Force müssen Sie die S-Kurven-Sektion meistern und bei den Steigungen und Gefällen das Gaspedal kontrollieren. Sorgen Sie dafür, dass Sie so beschleunigen, dass Sie Ihre Ideallinie beibehalten können. Und er sagt, man trifft ihn nie ohne Mütze und unten auf dem Bild ist er ohne Mütze. Ja, moin, Digga. Das ist ja vollkommen gelogen. Man trifft dich sehr wohl ohne Mütze im Spiel. Ha! Bastet. Ist nebenbei echt eine nette Sertheke drauf. Eine sehr nette Theke, die der Wagen da hinten drauf hat. Das ist schon... Aber ein schöner Hatchback-Spoiler, bin ich ehrlich, der sieht nicht bescheuert aus, der sieht gut aus. So, Platz 3 müssen wir schaffen, damit wir den DS3 hinkriegen. Schön außenrum, jetzt hier am Polo vorbeigedrückt, easy going. Oh, schön hier, muss man auch wirklich sagen. Die Forst ist aber auch, ist halt die Schweiz, ne? Ja, wie Kai ja mal gesagt hat, der Reiz der Schweiz, er hat schon recht, das reizt hier schon sehr ob, sorry. Ein bisschen nach vorne. Ein bisschen die Kurvenkombination ein bisschen verplant. Das ist aber echt schön hier, ey. Die Pause ist aber echt schon. Das ist schon mit den ganzen Schattenspielen und den ganzen Tunneln. Das kommt schon sehr schön rüber. Oh, ich komme hier halt nicht vorbei an dem. An dem Megane. Und ich muss an dem vorbei, weil wir haben nur 2 Runden und ich bin auch weit entfernt von Platz 1 bis 3. Komm schon, Clio, do your thing! Ich möchte kein Geld in die Hand nehmen. Also nur für meine Supra, nicht für andere Autos. Das ist ja lächerlich. Wer macht denn sowas? Aber jetzt haben wir genug gerade, Ah, schon bis zum Startziel haben wir ja noch ein paar Meter. Alles gut, alles gut. Also einen Rennsieg würde ich jetzt spontan behaupten, wird gerade ein bisschen schwierig mit dem Clio. Da ist die Ausgangsbasis jetzt nicht unbedingt die beste. Aber zumindest Platz 3 wären wir hier...
auf jeden Fall uns catchen können. Lopez hier vor uns im Megane S. So, jetzt heißt hier erstmal Vollgas bergab. Schön ranziehen und dann gleich, na, obwohl bis zum Kurvenpunkt werden wir da wahrscheinlich nicht noch rein, weil dann geht die Kurve voll. Oh ja, die Kurve geht voll außen rum vorbei auf Startziel. So, jetzt fliegen lassen. Mal gucken, ob wir die ersten beiden vielleicht noch irgendwie catchen können. Michael Hisal, der nebenbei, soweit ich weiß, im Manufacturer Cup für Subaru angetreten ist und dementsprechend mir mehr als sympathisch ist, weil damit hat er die richtige Marke ausgewählt, der Mann. Da hat er auf jeden Fall recht gehabt. Oh Gott! Come on! Ich bin so überfordert mit Autos, die keinen guten Reifen haben. Mein Mini war geil, meine Supra war geil, jetzt fahren wir ein Clio, der auch gut ist, aber ich bin halt bessere Qualität gewöhnt. Boah, Junge, okay, die Kurvenkombination, die muss ich aber dringend noch üben. Die war jeden Tag für gut und böse, ey. Die habe ich schon in der ersten Runde nicht auf Kette gekriegt und das war in Runde 2 jetzt nur noch schlimmer. Ja, ohne Traktionskontrolle ist der Clio so eine kleine Bitch auf der Vorderachse, weil er doch ein bisschen sehr viel Rearspin abfeuern möchte und das nicht wirklich hilfreich ist. So, schön hier durch, so ist gut. Ja, die ersten beiden werden wir leider nicht mehr catchen können. Da habe ich dann doch leider vor allem im ersten Sektor viel zu viel Zeit liegen lassen. Da war ich all over the place. Da waren wir wirklich all over the place, das ging gar nicht. Komm, vielleicht kriegen wir noch ein bisschen was drangezogen. Aber ne, es wird am Ende, glaube ich, nicht reichen. Es war, glaube ich, wirklich die Zeit, die ich hätte nicht liegen lassen dürfen. Weil hier bin ich ja nochmal rangekommen. Letzten Sektor bin ich für Bremssprung angezurecht, ganz, ganz gut. Da hole ich auch nochmal auf, aber es wird am Ende nicht reichen. Man muss auch mal sagen, wir sind ja auch 50 Punkte in dem, was das Spiel sagt, wäre gut gewesen. Aber dadurch haben wir uns ja mehr Herausforderungen gemacht. Also man muss sagen, so ein bisschen die Schwierigkeitsgrad macht man sich auch ein bisschen selber, mit welchem Fahrzeug man antritt. Ich könnte natürlich auch jetzt hier mit einem 2000 Leistungspunkte Clio antreten. Klar, wird nicht möglich sein, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das ist halt rein theoretisch, kannst du ja gut von der Leistung übertreiben. A45 AMG, ja moin. Okay, okay, okay. I see. Na gut. Das Geld, was wir gerade verballert haben, für den Clio haben wir wiederbekommen. Und damit haben wir auch den DS3 freigeschaltet. Der immer eine sehr wilde Folierung hat, muss man sagen. Das ist schon ein bisschen der Turnschuh. Wie man bei Grand Tour war es, glaube ich, ne? Wie man bei Grand Tour gesagt hat. Der Turn, oder was auf Top geht. Der müsste aber schon Grand Tour gewesen sein. Der Turnschuh unter den Kompaktsportwagen. Ne? So ein bisschen sehr sporty aussehend ist er. Na gut, aber ich würde sagen, wir probieren es trotzdem nochmal, weil ich will jetzt gucken, ob das machbar ist. Das wird schon irgendwie funktionieren. Hier Sardinien, das klappt schon. Ich mache mir da gar keine Sorgen. Unser Clio ist ein Biest. Ah, Räder 2.8 GTI. Ich finde das voll mega geil, dass das Ding serienmäßig halt diese Two-Tone-Lackierung hat. Hinten vorne schwarz, hinten rot. Ultra gut. Hi, mein Name ist Michael Heisal. Ich komme aus Deutschland. Seit wann ich mich für Autos interessiere? Ich war ziemlich jung, das steht fest. Ich war bestimmt nicht älter als 3 Jahre. Ich bin schon sehr gespannt aufs heutige Rennen und ich werde alles für den Sieg geben. Ja. So. Ja, der deutsche Vertreter hier. Wunderbar. Gut, dann wollen wir mal rein da. Schauen, was wir jetzt hier auf der Strecke meistern können. Sardinien kriege ich jetzt zumindest ein bisschen besser hin. Schöner Renault 5 Turbo. Ich überschätze die Bremsen dieses Clios so maximal. Das ist wahnsinnig. Ich anker da rein. Ich so, ja, das werden wir locker hinkriegen. Und der Clio so, nope, how about nope. Ich überschätze die Fahreigenschaften dieses Fahrzeugs. Ich muss mal sagen, es ist immer noch ein Clio und kein Porsche, aber ich überfahre ihn so, als wäre es einer. Schöner Clio V6, sogar Vorfestlift V6 Clio, ne? Ja, sogar noch das Vorfestlift von 2000 noch. Ja, wir sind die Clio-Generation, da gab es ja dann nochmal den neueren V6. Oi, oi, oi. So, jetzt haben wir ihn gecatcht. Die Kurve geht voll. Da können wir auch ein bisschen Zeit gut machen hier auf die Jungs. Schön durch, schön durch, schön durch. Jetzt reinbremsen langsam. Ja, der zweite Gang ist eigentlich schon meist immer zu niedrig. Ich muss eigentlich im dritten bleiben hier bei den meisten Kurven. Auch wenn die Vorgabe zweiter Gang ist, dass mit dem Clio
endet das meist in einem Drehzahlbegrenzer-Party und das ist nicht so hilfreich. Ja, aber dieses Rennen sehe ich mehr Chancen. Wir sind jetzt hier auf jeden Fall schon mal am Platz 3 dran. Da können wir uns innen sehr assig anlehnen. Es tut mir jetzt schon leid, das war ein maximal widerliches Manöver. Das gehört sich nicht, aber es hat halt funktioniert. Oh, jetzt kriege ich natürlich die Kurve hier nicht, ne? Nein. Oh, und die war wichtig, weil da trägst du jetzt den ganzen Speed auf die Gerade mit. Und den habe ich jetzt komplett liegen lassen. Scheiße. Da war ich jetzt ein bisschen übereifrig. Ein bisschen übereifrig war ich da. Scheiße. Na gut, na gut. Was soll's. Gucken wir mal, vielleicht in Runde 2 hier noch an das Gespann vorne rankommen können. Wir bleiben im dritten. Ich gemerkt habe, dass der zweite von der Übersetzung mir nicht so gut gefällt. Da müsste man theoretisch nochmal Hand anlegen, denke ich mal, dass man da vielleicht nochmal ein bisschen nachjustiert. Hoppala, 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 hoppala. So. Ja, wir kommen nochmal ran. Das ist nicht so, dass wir zu weit weg sind. Jetzt kommen ein paar Abschnitte, wo ich weiß, dass die Jungs hier runter nochmal ein bisschen mehr in die Eisen gehen und ich ein bisschen wagemutiger einfach wie ein Geschredder durchziehe. Und ich hoffe, dass das mir vielleicht hier den Sieg bringen könnte. Schauen wir mal. Naja, musste ich gerade mal in den zweiten, da war ich sonst zu langsam geworden. Ja, wir sind dran, aber es wird, glaube ich, zum Ende hin, würde ich behaupten, wieder nicht reichen. Ja, komm. Ja, Platz 1 wird auf keinen Fall reichen, weil ich komme jetzt hier nicht mehr. Ja, letzte Kurve habe ich eh verkackt. Oh, ja, jetzt wird ein Platz 2 geholt. Aber wir wissen schon mal, für die nächsten Events, wenn da 500er Leistungspunkte sind, sollte ich vielleicht nicht mit einem Auto mit 450er Punkten antreten. Bei so 2 Runden klappt das einfach nicht. Hätten wir jetzt 3 Runden, wäre das auch easy machbar gewesen, aber bei 2 Runden hatten wir jetzt einfach nicht die Zeit dafür, um davon ranzufahren. Aber es war jetzt auch nicht perfekt schnell. Wir hatten so, ich hatte so meine Problemchen, würde ich mal liebevoll behaupten. Da gab es Auf und Abs. Na gut, aber es gab zumindest trotzdem ein bisschen Geld. Ein paar Meter, die wir gemacht haben. Und ein schönes neues Auto gibt es auch, nämlich den Sport 8 GTI. Den finde ich echt cool, bin ich ehrlich. Finde ich echt sehr geil. Optisch auf jeden Fall ansprechend. So, Sammlerstufe 6 haben wir. Wunderschön. Und ein wunderbares Replay wieder. Und wir können wieder zum wunderbaren Luca ins Café gehen. Er meint, er hat eine Überraschung für uns. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er nur das Roulette-Ticket meint, weil das wäre ja keine Überraschung. Das ist ja die Belohnung, die ich schon weiß. Die Überraschung ist, wenn ich was bekomme, wo ich von nichts. Wovon nichts weiß. Bei Yoda ich gelernt habe. So, gehen wir mal rein ins Café. Luca, was gibt's denn da Schönes? Ich habe da mal wieder das Menü hier wunderbar. Oder das ist aber ein schickes Bild. Ja, das ist schon. Ich habe jetzt hier mein ganzes Schlafzimmer mit Bildern. Hey, Glückwunsch, Sie haben alle 3 Autos. Damit ist Ihre französische Kompaktwagensammlung komplett. Sobald Sie Ihre Belohnung haben, kann ich Ihnen eine Geschichte über diese Autos erzählen. Oh, 2 Sterne Roulette-Ticket. Nice. Aber ich glaube, ist das schon die Belohnung? Ich glaube ja, anscheinend schon. Na gut. Anscheinend gibt's da nicht mehr zu. Aber ist ja auch okay. Vielleicht kriegen wir da mal ein cooles Auto endlich. Haben wir bisher mal ein Auto gewonnen durch Roulette-Ticket? Ich glaube nicht. Bisher haben wir kein Roulette-Ticket-Auto gewonnen. Na gut. Frankreich hat das erste Autorennen auf der Welt veranstaltet. Das schon im 19. Jahrhundert. Französische Hersteller sind schon seit sehr langer Zeit im Motorsport aktiv. Über die Jahre haben sie die Entwicklung von sportlichen Versionen ihrer kleinen Straßenwagen perfektioniert. Die Motorsportabteilung von Renault Sport hat aus dem Megane und dem Clio großartige Sportwagen gemacht. Auch die GTI-Serie von Peugeot ist seit ihrer Entstehung in den 1980ern sehr beliebt unter den kleinen Kraftpaketen. Der DS3 Racing ist ein weiterer kleiner Flitzer, der an die DS erinnert, die in der Rallye-Meisterschaft antraten. Das typisch französische Kompaktsportwagen-Erlebnis bietet alle 3 Autos und sie machen unglaublich Spaß. Das ist richtig. Ich mag diese kleinen Escape-Filmchen, das ist ganz nice. Meisterschaft Petit Course de France. Bitte noch mehr Französisch, dann verstehe ich gar nichts mehr. Wir nehmen es schon mal an und dann drehen wir gleich mal das Roulette-Ding. Landen Sie in Top... Oh, wir haben eine neue Meisterschaft. Ey, okay, das ist nice. Also dann, es wird Zeit für die Petit Cour de France. Es wird komplett falsch ausgesprochen, was ich hier mache. Meisterschaft. Die Meisterschaft wird im Elsass ausgetragen auf einer Rennstrecke mit zahlreichen Steigungen und Abfahrten. Ihr Ziel ist, in den Top 3 zu landen und kommen Sie unbedingt zurück, um mir zu erzählen, wie es läuft. Ja, nehmen wir doch gerne mit. Vor allem bringt das gut Geld und Progress und beides können wir gut gebrauchen. Und da sind wir schon die Meisterschaft. Die wir nicht mehr diese Folge machen, sondern nächste. Aber, ich dachte, ich zeig's trotzdem mal. Also war schön, das Filmchen, das war schon...
Das ist ein Meisterschaftsintro, Junge. Das gibt einem Gänsehaut. Holy shit. Ich bin plötzlich Franzose. Ich fühle mich plötzlich, als wäre ich Franzose. Ich sag's euch. Ich fühle mich plötzlich sehr französisch. Ich bin Franzose, Leute. Jetzt ist es nicht mehr rettbar. Das ist vorbei. Ach, wie geil. Na gut. Ihre Autosammlung wächst langsam. In der Autosammlung können Sie ausführliche Informationen über die Autos, die Sie gesammelt haben, nachlesen. Es gibt viel über die Geschichte und Technologie Ihrer Autos zu erfahren. Werfen Sie auf jeden Fall einen Blick darauf. Das machen wir jetzt nicht, weil dann lese ich hier nichts anderes mehr vor. Aber wir gehen mal trotzdem ganz schnell durch, dass ich hier gerade mal wieder alles abgehakt habe. Weil, ihr wisst, rote Pünktchen mag ich nicht. Zumindest nicht offen auf der Karte. Das war's. Nee, da haben wir noch welche. Mein Gott. Wir haben ein bisschen was gesammelt in letzter Zeit hier, ne? Ist schon ein bisschen was dazugekommen. Unsere Autosammlung wächst und wächst. Was hat jetzt? Oder habe ich noch irgendwo anders was? Nee, das war's. Okay, gut, wir haben ein Geschenk und wir hoffen jetzt einfach mal, dass wir diesmal ein Auto gewinnen. Wir haben noch kein einziges Auto in dem Roulette gewonnen, sondern nur Cash oder Shootingteile. Wow, jetzt gibt's ein GL86. Ja gut, dann würde ich vielleicht doch eher das Geld nehmen, aber ich beschwöre mich jetzt auch nicht, wenn wir letztendlich mal ein Auto bekommen würden. Ich habe kein Glück dabei, ich sag's euch. Ich werde niemals ein Auto gewinnen im Roulette. Niemals. 10.000 Credits wieder. Gut, wir haben die 100k zumindest mal wieder voll. Es ist zumindest ein kleiner Anfang. Es ist zumindest ein kleiner Anfang, würde ich sagen. Ja, nächstes Mal gehen wir in diese wunderbare Meisterschaft rein, die hier unten auf uns wartet. Hier unten, wo ist er denn? Petit Côte de France. Fahrzeug muss Straßenwagen aus Frankreich sein. Dadurch haben wir ja nur diese wunderbaren drei Fahrzeuge. Und 500 LP. Heißt, wir werden nächstes Mal eins dieser Fahrzeuge noch ein bisschen tunen müssen. Ja, dass wir auf 500 Leistungspunkte kommen. Ich denke, es wird der Peugeot werden, weil ich den Peugeot sehr geil finde. Heißt, den werden wir nächste Folge noch ein bisschen tunen. Und dann geht's ins Elsass in eine schöne Meisterschaft. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Wenn ja, könnt ihr dem Ganzen gerne einen Daumen oben da lassen. Und wir in der nächsten Folge wieder. Haut rein, bis dann. Tschüss, tschüss. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to black on my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me and my team.